Yan Zing-Chu stand somit gegen Andrzej Grobar unter Druck. Sollte es etwas werden mit einem Punktgewinn für Frickenhausen, dann musste ein Sieg her gegen den polnischen Vorzeigeathleten. Es war eine schnelle Partie, viele ganz kurze Ballwechsel. Und Andrzej Grobar hat Aufschlag. Er, der natürlich nicht mehr so im Training steht wie zu seiner Glanzzeit. Er selbst bezeichnet sich als letzter Amateur der Liga, weil er eben täglich nur noch so rund eine Stunde an der Platte steht. Chu kommt in dieser Phase sehr gut klar mit Grobars Service. Auch er, ja ein Penholder-Spieler, auch er sucht den schnellen Abschluss der Ballwechsel. Wir haben einen Sprung gemacht. Ganz klar die Führung für Chu. Und Andrzej Grobar, er spielte ein bisschen mit dem Publikum. Er weiß, sportlich hat er hier, zumindest in dieser Phase des Spiels, überhaupt keine Chance. Und solche Kleinigkeiten, andere sagen, solche Mätzchen, sollen natürlich auch dazu dienen, den Gegner so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Andrzej Grobar. Satz 1 für Yan Zing-Chu, dessen aktuelle Bundesliga-Bilanz sich sehen lassen kann. 10:2 nach dem Sieg gegen Steffen Fetzner. Im zweiten Durchgang, da versuchte Andrzej Grobar sein Spiel dann ein bisschen umzustellen. Da servierte er auch mal längere Aufschläge. Chu war zunächst beeindruckt. 9:3 führte Grobar schon. Erst dann begann die Aufholjagd seines Gegners. Der vierte Punkt in Folge für Chu. Ja, die Aufschläge, die sind natürlich ein Kapitel für sich. Chu, der ja mittlerweile schon 9 Jahre in Frickenhausen spielt, beherrscht die Aufschläge wirklich aus dem FF. Sehr viel Rotation, blitzschnelle Handgelenksdrehungen. Kaum zu sehen für Andrzej Grobar und das missfällt dem Polen sichtlich. Der Aufschlag, der immer wieder ganz entscheidend für den Verlauf von Tischtennisspielen. Und nun gibt es viel, viel Jubel, aber nicht, weil dieses Spiel so toll ist. Nein, auf dem anderen Tisch hat gerade Peter Nilsson Steffen Fetzner sozusagen vom Tisch gefegt in 2 Sätzen. Und nun muss also Grobar gewinnen, wenn er den ersten Punktverlust überhaupt von Grenzau in der Bundesliga-Saison 98-99 verhindern will. Aber der Lauf geht in die andere Richtung. Chu hat einen 3:9 Rückstand aufgeholt, 9 beide jetzt. Selten hat man Chu so druckvoll erlebt wie jetzt hier, getragen natürlich von den Ereignissen am Nachbartisch, getragen vom begeistert mitgehenden Publikum. Ja, das wirkt schon ein bisschen hilflos, völlig ungewohntes Bild bei Andrzej Grobar. Chu eindeutig auf dem Vormarsch. Was ist da los mit Andrzej Grobar? Er versucht sich nochmal aufzubauen. Aber er hat einfach richtig große Probleme mit dem Service von Chu, der nicht umsonst mal Sparringspartner war für die chinesischen Nationalspieler. Und zwar nur Sparringspartner, was das Aufschlagspiel angeht. Jetzt das Service bei Andrzej Grobar, aber er macht da schon ein bisschen einen resignierten Eindruck. Das Publikum merkt natürlich die Sensation. Ist ganz, ganz nah. Es wäre ja der erste Punktgewinn überhaupt für Frickenhausen gegen Grenzau im 7. Spiel. jetzt die Führung für Yan Zing-Chu. Nur noch 3 Punkte, jetzt nur noch 2 Punkte fehlen ihm zum
großen Erfolg. Und dann wäre er wirklich der absolute Topstar des heutigen Tages. Das wäre der dritte Punkt, an dem er beteiligt ist. Noch ist es nicht ganz so weit. Aber jetzt Matchbälle Ormas für Chu. Und den bringt Grubber nicht zurück. Yanxing Chu macht die Überraschung perfekt. Er besiegt Andrzej Grubber klar in zwei Sätzen. Und solche Szenen des Jubels, die hat man in Frickenhausen ziemlich selten gesehen. Yanxing Chu, Doppel gewonnen, beide Einzel gewonnen, zweifellos der Mann des Tages. Und die Mannschaft bedankt sich bei den wirklich ganz, ganz toll mitgehenden Fans. So nochmal der entscheidende Ballwechsel mit dem Matchgewinn für den klar besseren Yanxing Chu. Seit vielen Jahren eine große Stütze seiner Mannschaft, der mittlerweile auch 33-jährige Yanxing Chu, aber auf ihn werden sie so schnell noch nicht verzichten können in Frickenhausen. Wir wollen uns das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Frickenhausen holt im unteren Parkkreuz also durch Chu und Nilsson 3 Punkte. Das war entscheidend für Grenzhaus, ersten Punktverlust in dieser Saison. Frickenhausen in eigener Halle weiter ungeschlagen. Harald Schult gleich mit beiden Trainern. Sie also beide Trainer, der Josh von Frickenhausen und Andrzej Grubber aus Grenzau. Herr Josh, dass wir das noch erleben dürfen. 2 Serien sind gerissen. Der erste Punkt in der Tischtennis-Bundesliga gegen Grenzau für Frickenhausen. Und dann hat Frickenhausen mal nicht verloren, wenn das DSF zu Gast ist. Was haben Sie denn mit Ihrer Mannschaft gemacht? Die wirkte wie ausgewechselt zur Vorrunde. Emotionen waren da und Spielfreude war da. Ja gut, wir haben eine kurze Pause gehabt für Weihnachten und für Neujahr und die Runde hat für uns nicht aufgehört. Wir haben durchtrainiert, und aber etwas auf Sparflamme, ja. Und die Mannschaft ist fit geblieben. Wir haben ein kurzes Turnier gehabt noch vom Spiel. Also die Mannschaft war gut eingestellt und so hat er heute gespielt. Ein Unentschieden, das hätten Sie vor Spielbeginn sofort genommen, denke ich mal. Aber es war vielleicht sogar noch mehr drin, so wie der Spielverlauf heute war. Ja gut, die knappe Spiele haben wir verloren, ja. Die deutlichere Siege waren auf unserer Seite. Also wir hätten auch noch mehr Punkte dazu holen können heute, ja. Sieg wäre auch nicht überraschend gewesen heute. Andrzej Grubber, Sie mussten heute wieder an den Tisch, weil Lujan Brusčík in Paris sein Glück versucht im Doppel. Man hatte das Gefühl, im letzten Spiel gegen Chu waren Sie richtig sauer. Warum? Sauer. Schwer zu sagen. Ich habe einfach deutlich verloren und verdient verloren. Nur das kommt, ich denke, unentschieden ist in Ordnung. Wir haben 1 Punkt gewonnen, wir haben verloren, lass mich so sagen. Aber wir haben auch gegen Düsseldorf schon gewonnen. Deswegen, wir sind nicht besonders enttäuscht. Nur dieses Thema Aufschlag. Vielleicht, das ist kein richtiges Moment, darüber zu sprechen, aber ich werde ein bisschen ITTF kritisieren. Wir diskutieren über große Sachen, aber wann sieht man nach, lass mich sagen, gute 30 Jahren in diesem Geschäft keinen Aufschlag sehen lassen, dann ist schon eigentlich Tragödie. Das war bestimmt ein wichtiges Punkt für Frickenhausen, verdientes Punkt, ich werde noch mal sagen. Aber das war kein spektakuläres Spiel. Das war kein gutes Werbung für Tischtennissport. Zuerst muss man ein bisschen denken über Aufschlag. Dann kommen sehr oft nicht so, tschu, der kann schon Tischtennis spielen. Und heute hat er hervorragend gespielt. Aber es gibt viele, viele andere Spieler, die spielen viel schlechter als Chu. Und die auch gewinnen gegen bessere Leute, weil die haben manchmal unkorrekte Aufschläge. Wenn man sieht Rotation nicht, dann kann man davon kein Topspin sehen oder lang schieben auch. Darüber muss man denken, aber das ist wie gesagt meine Kritik an ITTF, International Table Tennis Federation. Ja, das kann man sicherlich mal ansprechen, auch in einer solchen Situation. Chu hat nun 2 Punkte für Frickenhausen geholt. Steffen Fetzen hat heute zum ersten Mal verloren und auch gleich 2-mal. Ist er nicht 100-prozentig fit? Ich glaube, das ist nicht so. Ich bin auch sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil in der letzten Woche hat eigentlich beste Leistung präsentiert beim Training. Heute hat er beide Punkte verloren. Die zweite war total überraschend, weil gegen
gegen die junge Schwede, er sollte nicht so hoch verlieren, sag ich mal so. Aber im Endeffekt heißt, dass wir haben eine Mannschaft, wir haben heute relativ gut gespielt. Das war kein schlechtes Spiel, aber muss man auch Frickenhausen komplimentieren, dass die haben heute einen riesen Tischtennis gezeigt. Ja, und die Zuschauer sind auch toll mitgegangen. Das war eine schöne Demonstration hier in der Tischtennis-Bundesliga heute. Schauen wir mal gemeinsam auf die Tabelle. Da hat also Grenzau jetzt seine weiße Weste verloren. Düsseldorf wird es freuen. Die sitzen jetzt zu Hause auf dem Sofa und denken sich, sind ja nur noch 2 Punkte. Grenzau also mit 17:1. Und Frickenhausen hat sich verbessert auf Platz 5 der Tabelle mit 9:9 Punkten. Und was dieser Punkt gegen Grenzau wert sein wird, das wird man dann sicherlich am Ende der Rückrunde sehen, wenn es dann in die Playoffs geht. Recht herzlichen Dank an Sie beide. Grenzau werden wir schon wieder haben, und zwar nächste Woche. Dann verfolgen wir den Spitzenreiter in Göttingen. Das Ganze, Sie sehen es hier, Samstag, 16. Januar, 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr, also so wie heute, wegen Hallenfußball. Gönnern gegen Grenzau am nächsten Samstag. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder am kommenden Samstag. Heute war das wirklich eine Demonstration hier in der Tischtennis-Bundesliga. Und im Nachhinein jetzt der Ballwechsel des Tages. Tschüss.